Hallo und herzlich willkommen. Es ist jetzt 3.23 Uhr, Sommerzeit. Ja, uns wurde soeben eine Stunde geklaut. Es wäre jetzt eigentlich jetzt 2 oder 24. Aber naja, die Sommerzeit halt. Und ja, wieder mal ist sie natürlich sehr umstritten, ob das überhaupt Sinn macht und hast nicht gesehen. Aber lässt sich nichts daran ändern, wir müssen damit leben. Und ich hab da einen Bericht darüber gesehen, dass das einigermaßen plausibel macht, dass man in einer Zeit umstellen, dass es auch Vorteile hat. Also es ist nicht nur nachteilig, die Stunde weniger Schlaf jetzt auf dem Sonntag. Obwohl es ja Sonntag, man kann ja auch schlafen, ne? Und alles andere ist ja dann sowieso Gewohnheitssache. So, ja, meine Güte. Wie die Woche vergeht, es ist schon wieder Sonntag und ja, wenn ihr das hier seht, ist es wahrscheinlich nur schon eine Woche. Umblick, diese Woche war laut Minecraft, dann ist es nächste Woche. Ja, das ist wahrscheinlich nächste Woche dran. Hm. Ja, also, und das ist dann eine Woche versetzt. Ja, dann habt ihr euch bestimmt schon längst dran gewöhnt und ich weiß gar nicht, was wir machen wollten. Smile haben wir hier. Conteer. Mal schnell schauen, was wir hier so haben. Ich bin überhaupt nicht mehr auf Laufende. Schumi, die haben wir fertig, ja. Okay, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, was ich in der letzten Folge gesagt habe, was wir als nächstes tun wollen. Es fehlen noch ein paar Nachbarn, die ich hier eintragen möchte, so. Aber wollte ich jetzt noch nicht. Ich wollte mal ein bisschen hier Haushalt Lanze noch ein bisschen weiterführen. Ich weiß nicht, wie weit die da sind. Schauen wir mal kurz rein und dann gucken wir, was wir dann letztendlich wirklich tun werden. Mal gucken. Wir gucken jetzt einfach mal. Also, es lädt. Der lädt. Bei mir dann ist er weggeladen. Es lädt. Es lädt. Hm, die Musik ist aber auch schön, ne? Hey. Hm. Was ist das für eine Musikart? Was ist die Richtung Samba oder was ist das? Hm. Oh Mann, das dauert wieder. Hey, so. Das ist super. Geht das los? So. Ach ja, ich werde in Zukunft. Wurde es euch sowieso schon aufgefallen, dass ich vermehrt EA-Spiele spiele? Weil, ja, EA habe ich einfach eine pauschale Erlaubnis bekommen, diese Spiele zu spielen. Natürlich haben sie natürlich ihre Einschränkungen. Aber die sind minimalistisch und ja. Und eigentlich fair. Kann man nichts zu sagen. So, was haben die denn hier? Machen die denn alle? Wer spielt denn da Klavier? Ach, Jockel spielt Klavier. Okay. Das ist ungewöhnlich. Aber okay. Wer ist das hier? Susi Smile. Ach ja, Smile. Smile, das ist ja, glaube ich, auch so eine Familie, die ich einfach mal so reingetan habe, weil diese Straße sehr wenig Bewohner hatte. So. Okay, ich weiß gar nicht, habe ich das aufgenommen, wie ich von mir das mal gebaut habe? Nee, ich glaube nicht. Okay, aber egal. Was hat der für Probleme? Nein, also der hat keine Probleme. Ich wollte, bestimmt, wollte er hier. Was wollte er machen? Ein Foto machen? Ein Foto machen? Hey, Foto machen? Mal ein Foto machen. Mal ein Foto machen, sehen, was passiert denn da, wenn er ein Foto macht von sich. Schnappt er sein Handy oder was macht er? Was macht er im Foto? Ach so. Nee. Kann ich das steuern? Nee. Auf, was kann ich, wie kann ich denn? Ach, da kann, nee, kann ich nicht. Nee. Ja, was ist da? Abschießen. Zuschließen. Hä? Abschließen? Zuschließen? Was? Hm. Ja, denn nicht. Also irgendwie ist das komisch. Das kann ich nur da oben Foto machen. Hä? Okay. So. Oi. So. So, wir gehen ins Bett. Ja, hör mal auf zu spielen. Chatte mit. Timo, komm, aber Chat, geh mal chatten. Und lass das Geklimper. Ja, das ist jetzt die Schnauze voll, haben wir jetzt davon. Hm.
Ja, da haben wir noch die junge Dame hier. So, die 340. So. 340, wie sieht das aus hier mit dir? In welchem Zustand bist du denn? Du hast Hunger? Was? Hat die gebläht? Okay, das ist schon wirklich. So, was mache ich denn jetzt mal? Den Hunger hat sie ein bisschen, Energie so auch ein bisschen. Warum bist du jetzt traurig? Warum bist du traurig jetzt? Keine Freunde. So. Erst mal aus lauter Frost was ins Snack essen. Viele zubereiten, eine Süßigkeit essen, trinken, Abendessen servieren. Servieren, nee. Trinken. Was ist Snack? Erst Snack knabbern hier. Chips, na toll, so Chips da. Erst Chips, lecker gesund. Ach, sie ist schon schlafen gegangen. Ah, nee. So gut nachgesagt. So, das ist ja süß. Wenn das mal so echt wäre. Ha? So, irgendwie wohnen sie zu viele hier. Ah, sie hat ein Essen hingegangen. Sie macht ein Essen. Das ist cool. Die Chips. Sehr gesund. Sehr gesund. Hier sitzen. So. Lass mir die Scheißchips jetzt. So gesund. Ist so, ja, lobt sie uns hier, schönes Haus und so. Ja, ist ein schönes Haus, natürlich. So. Ja, naja, Thema Haus scheint sie zu beschäftigen, okay. Und hier los, was los? Hat er jetzt? Hat auch Hunger? Okay, ist auch, aber. Ah, der Junge, der schläft jetzt. Oh, der muss essen. Guck mal, wach mal wieder auf hier. Wach mal wieder auf und ess auf mal. So. Wach mal auf, wach auf, wach auf, Junge, Junge, wach auf. Hier gehen. So. Reden. Spielen, nein. Der Kopf ist im Weg. So, reden, nein. Setz dich allein hin. Setz dich allein hin, okay. Und er ist, okay, alles klar, dann klappt das. Dann kann er danach, kriege ich hier irgendwie noch was irgendwie, jetzt würde ich mir irgendwie. Machen wir Pause kurz. So. Ah. Kriegen wir eigentlich irgendwie so ein optimales Foto hin, so? So, die ganze Familie plus Gast. Beim Essen. Halt. So. Höp, höp. So. Ei. So. Ja, so, für die sozialen Medien, die ich gar nicht habe. So. Foto, Foto, Foto. Machen wir nochmal Foto. Ach, hier ist Foto. Bing. Jupp, da hoffentlich. Ach, hoffentlich nimmt er auf. Ich habe gestern DSA aufgenommen und zweimal, dreimal. Und dreimal hat er nicht aufgenommen. Ich habe meine Mission dreimal durchgespielt und dann ist er nicht auf. Das hat echt genervt. Okay, wir machen weiter. So. Ich mache die Folge nicht ganz so lang, wie gesagt. Das ist ja jetzt schon 3:32 Uhr, nicht mehr 2:31 Uhr. Das ranzt mich voll an. Das ist echt ätzend. Weil ich eigentlich noch so viel machen wollte. Ich wollte noch eine Folge aufnehmen. Ich wollte nochmal versuchen mit DSA. Mann, Mann, Mann. Das ist natürlich blöd. Du musst irgendwie geil, ne? Oder? So. Meine Wanduhr hat den Geist leider aufgegeben. Da habe ich jetzt noch das Ziffernblatt von. Weil das Ziffernblatt irgendwie geil war. Aber das habe ich euch ja schon vorgelesen. Aber das habe ich jetzt nun doch von der Wand abgenommen, weil ich jetzt ein 24 Zoll Bildschirm als Uhr da hängen habe. Da habe ich hier so eine Android-Karte rangehängt in den Monitor und ja, der zeigt mir jetzt die aktuellen Wetterbedingungen, Uhrzeit, Temperaturen, Luftdruck und alles, was man so nicht wissen muss eigentlich. Okay. Ja. Auf jeden Fall, mal sehen. Morgen wird es auf jeden Fall ein bisschen wärmer, wie es heute war. 13 Grad. Ich weiß nicht, wie es in der Woche ist.
Indem wir das jetzt kann ich eigentlich mal gucken, ich kann ja ein bisschen Vorschau gucken, wie wäre das dann, wenn ihr es sehen würde. Ich glaube, versuche mal vorzublättern. Donnerstag, Samstag. Es könnte sein, dass ihr das noch seht. Freitag. Freitag könnte das 19 Grad werden. Freitag könnte das 19 Grad sein. Also wenn ihr das seht, dann könnte das warm sein. 19 Grad für diese Jahreszeit. Alle Achtung. So, sie schläft bei ihrer Mutter. Das ist aber gar nicht ihr Bett. Das ist irgendwie doof. Das. Nein. Da nicht schlafen. Außer. Und dann. Wie gehe ich da entspannt? Ist mir egal. Da sollst du eigentlich schlafen. Da ist dein Bett eigentlich. Ist sie da die Suppe? Ist interessant. Und der Junge, der ist auch noch müde. Hat immer noch Hunger. Ja. Hier schlafen. Bett machen. Entspannen. Ah. Es liegt, glaube ich, daran, dass der Gast nicht geht. He? Wir haben noch einen da, der Rauschmeister machen kann. So. Dann kann er hier sagen, schlafen, Bett machen, entspannen, nein. Flirten, wertschätzen, wegscheuchen, herbeirufen, unterhalten, sich verabschieden. Das ist, glaube ich, höflich. So. Ja, die können nicht schlafen, glaube ich, weil sie da ist. Also ihr Outfit ist auch ganz toll. Ein bisschen eckig, das Teil eigentlich. Das ist, glaube ich, bei YouTube, glaube ich, erlaubt. Ne? Sie hat ja was an, also ist alles gut. So, kann er jetzt schlafen? Nein, er macht jetzt Hausaufgaben. Was macht er jetzt? Er liest ein Buch. Was macht er denn da? Ups, ist ein bisschen zu stark gesungen. Ich versuche mal, mich hier zurechtzudrehen hier. Ein bisschen vor durch die Wand. So. Das ist auch doof so. Okay, was liest er da? Hausaufgaben macht er nicht. Hat er noch Hausaufgaben? Klappen wir um, was macht er da? Was liest er? Lesen, das liest tatsächlich. Energie ist aber noch nicht toll. Duschen, spielen, achso, es liegt daran, weil ich eigentlich hier in der Dusche bin. So, jetzt Tagträumen, lesen. Es ist Tag, dass ich deswegen nicht schlafen mag. Du gehst ja nicht schlafen. Du musst schlafen. Was macht die Spaß? Wie sieht es mit ihr aus? Kann sie schlafen? Tagträumen. Lesen. Na, Tagträumen. Tagträumen ist ja auch schon nicht schlecht, ne? Oh, Hygiene ist schlecht. Nimm mal ein Spruchbad neben. So, komm. So. Komisch, dass sie nicht schläft. Die ist runter. Oh, ich hätte sie mal erstmal auf Toilette schicken sollen. Na gut, nächstes. So, der Lütte. Zeige mal da raus. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht schlafen schicken. Warum nicht? Warum kann ich ihn nicht schlafen schicken? Schlafen. Den Schlafanzug natürlich. Ja, komm. Ja, was auch, Freunde, ich weiß. Augenblick ist er noch wach? Er schläft. Sie schläft auch. Sie badet, aber sie wird das hier abspülen noch. Als nächstes. Achso, und dann, sie muss noch auf Toilette. Huch. Sie bohrt das schön vor sich hin. So. Benutzen, und dann muss sie leider noch mal Hände waschen. Weil das mir tut. Auch wenn bis sie ins Bett kommt. Und dann schlafen. Schlafanzug. Unterwäsche. Schlafanzug. Okay, wie spät haben wir es? Und was für einen Tag haben wir? Wir haben Dienstag, 2:13 Uhr. Ich glaube, ich schaffe das gar nicht rechtzeitig. Bringen Sie die Teller noch weg. Das ist, ne? Das ist schön. Die Tür ist, gefällt mir auch sehr gut. Wir sind Bildatlas hier, das wie nennt sich der Name? Guck hier, ja schon überall hier die Fliegen. Kittigit, 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 kittigit. Telefon? Frau vom Feinsten? Ah, also ist noch mehr. Da ist noch mehr Dreck. Ach du Scheiße, aber sie muss schlafen. Und er hat immer noch Hunger. Harndrang hat er. Und Energie ist auch mehr mäßig, aber. Ich will mal wecken, mach mal weg. Abspülen. So.
Haben wir noch mehr Müll rumliegen? Jupp. Aufräumen. Noch mit Dreck? Nein, haben wir nicht. Macht er auf. Wenn sie dann weg ist. Hoppla. Dann kann er mal auf Toilette benutzen. Muss er natürlich auch. Ist nicht gehen, ist gut, okay. Hände waschen. Die schnacken aber auch ganz schön laut. So. Er sollte auch noch was essen. Snacken, aber eine Süßigkeit essen. Trink. Snacken, was haben wir da? Nur Chips? Nein. Zubereiten erstmal. Viele vorzubereiten. Viele zubereiten, nein. Frühstück servieren. Wie spät ist das? Wenn er so weit ist, kann er tatsächlich Frühstück servieren. Müsli gibt es zum Frühstück, ist gesund. Das ist eine gute Sache. Macht auch satt. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Müsli. Also esse das nicht so gerne. Es gibt alle Müsli-Arten, die ich essen kann, aber so richtig. Ich mache mich das nicht über ein schönes Brötchen. Einen schönen süßen Aufstrich. Das mag ich lieber. So, Moment bitte. Ich muss was trinken. So, ich habe mir noch ein bisschen was Süßes geholt. Ich habe das voll am Tick gekriegt. Wenn es halt ums Essen geht hier. Lecker Schokolade, Vollmilchschokolade. Ich liebe Vollmilchschokolade. Ich mache sogar was vor. Entschuldigung. Brauche ich das? Ich glaube, das ist unser. Ja, falsch. Ausgeschlafen ist, was dann scheinbar noch dauert. Aber es kann ich vergessen. Was ist. Was habe ich was vor, ne? Das aber gleich alle. Habt ihr Ruhe. Das letzte Stück. Köstlich. Auch, mach mal das. Wie ein richtiges Leben. Oh, sie macht wegen das Bett, okay. Oh Mann, da muss er gleich in einer Stunde arbeiten. Das ist aber doof. Auf Brezeln, so. Ja. Der muss gleich arbeiten, der Arme. Nein, ich will jetzt baden gehen, was? Das stört anscheinend nicht, okay. Kann ich auch Vorhang zu machen. Machst du jetzt? So, kannst du mal eben selbst. Oh, der Kleine spielt gleich Klavier. Schön. Das ist ja ein Streber. Und voll Energie wieder. Hunger hat er. So, der Kleine soll ja was essen.
In der Bahn schon gut. Knapper Reste nehmen. So. So. Und du musst arbeiten. Gut, gehst arbeiten, okay. Irgendwas ist aber kaputt gegangen. Ich habe da irgendwie so ein Geräusch gehört. Wo war denn das Geräusch? Wo kommt das her? Das ist so normal mein Hinweis, dass das nicht geklappt hat. Hier so. Ein kleiner Teller, das reicht. So, die Mutter ist auch fertig gebadet. Aber sie muss auch Toilette. Dann benutzt das doch mal. Genau. Ach, da will sie so schon. Okay. Da muss sie allerdings dann nochmal säubern. Und Hände waschen. So. Jetzt die Große. Was machen wir denn mit ihr? Die hat nur mäßig Hunger. Das geht. Also, die kann auch schon mal Reste nehmen und aufhören zu schlafen. Vor allen Dingen. Tom von Klavier, will auch Klavier lernen? Okay. Oh, das ist auch, ja, auch bei besser Laune, ja. Dann läuft das ganz gut hier. Sauber, sehr schön. Ja, das ist okay, das kann man essen. Damit läuft das ja ganz gut hier mit der Bagage. Wir haben ein gutes Startkapital gehabt. Ich wünschte, ich hätte sowas auch gehabt. Aber ja, praktisch mit Null gestartet. Und das ist schwierig. Familie übernehmen und dann ja kein Startkapital wirklich zu haben. Das ist ärgerlich. Huch. So, es geht gleich zur Schule. Muss sein Outfit nicht mal wechseln und anderes. Aber es geht zur Schule. Achso, du musst zur Schule, Mädchen. Schaffst du es noch aufzuessen oder? Dann bricht das mal ab, das Essen. Du musst los. Tschüss. Geht zur Schule. Ziehst du noch was an, ja? Okay, das ist okay. So kannst du gehen. Tschüss. Viel Spaß. So, die Mutter ist am Computer. Nein, die versteht das nicht. Sie findet den Einschalter wahrscheinlich nicht. Oder will sie nochmal Tschüss sagen? Ah, das ist ein Anruf. Könnte ein Gespräch werden. Nein, da bringt die alte Zeitung weg. Okay, was ist da los? Telefon. Abheben. Ah, okay. Ja, also heute mal keine Sims erstellt. Heute einfach mal ein bisschen, ja, das Leben. Liebende Familie Lanze, mal sehen. Oh. Nein, ist nicht da. Die ist in der Schule. So. Bett machen. Achso, ich habe die ganze Zeit hier die falsche an, Dings. Ach, Entschuldigung. Ich muss ja die hier nehmen. So, was macht die jetzt? Trinken. Sie trinken was. Das ist okay. Kann trinken, das ist okay. Aber dann kannst du Bett machen, wenn du fertig bist, ja? Und dann kannst du hier das hier noch essen. Noch ist es nicht gammelig. Ich hoffe, es wird manchmal. Es geht bei Sims ja so schnell, weil die Zeit so schnell läuft hier, dass dann Sachen gammelig werden, wenn du zum Beispiel ein Bett machst. Weil er sich ja gleich Stunden. Guck mal, auf die Uhr. Wie lange hat sie gebraucht fürs Bett? So. Und guten Appetit, würde ich sagen. Müsli, ne? Ist gesund. Nahrhaft, Auch noch müde. Oh, wo bist du denn so müde? Jetzt den Teller weg. Abspülen, ja. Das ist sehr freundlich von dir. Schönes Outfit. Schön sparsam. Mag ich das. Sollte meiner Frau auch empfehlen. Aber sie mag es eher konservativ. Das ist er. Kommen erstmal noch ein bisschen was hier. Reste nehmen, Reste nehmen, Reste mal nehmen. Ja, drück mal Telefon. Ja, gut, am sieht. Das kann nicht schaden, wenn so noch ein bisschen was ist. So. Okay, erstmal noch was. Hopp, hart ein bisschen. Was ist da los? Wer kommt da? Ich höre da Stimmen. Ach, hier von der Postbote hier vor der Tür. Die Frau ist komisch, die wackelt komisch mit dem Kopf. Jockel wird darum gebeten, einen Untersuchungsraum zu reinigen, in dem sich Kadetten der Militärschule einen Lebensmittelschlag geliefert haben. Der ganze Raum ist mit zermatschten Kartoffeln, Wackelpudding und andere undefinierbare Substanzen eingesaut.
Jockel kann den ganzen Tag mit Schrubben verbringen oder die Arbeit an den Wachdienst abdrücken. Was muss er fragen? Aufräumen. Darum gebeten, einen Untersuchungsraum zu reinigen. Warum machen die sowas? Ja, das macht der Hausmeister, ne? Ignorieren. Das war der Hausmeister. Ich mach das nicht. Er fährt, dass er unter dem Raum hat aufräumen lassen. Sie waren gerade ins Medizin, müssen man delegieren können. Und Jörg hält einen Charisma-Punkt. Ja, wunderbar. War nicht negativ. Okay. Ja, sie kann ja, was haben wir da? Postholen. Oh, Postholen. Stinkt hier. Aufpassen, Stinktiere ist nicht so nett. Hau ab, hau ab. Der geht nicht. Okay. Der hat über uns nachgedacht. Ich hoffe nicht. Wir hatten uns nicht vor, jetzt voll zu stinken. Geh weg. Ja, hätte mit denen noch reden können, aber nö, was soll's. Was ist denn das für Post? Können wir die Post lesen? Rechnung bezahlen. Können wir bezahlen? Komm, bezahl Rechnung. Ja. So, bling, Geld weg. Und dann können wir hier mal sehen. Mal chatten. Ich glaube so, nein, chatten mit Juice. Okay, mit Juice. Chat mal mit Juice, wenn sie da ist. Hast du die Tür offen gelassen? Hast du es gewollt? Na. Schon sagen. So, Umgebung, das gefällt dir nicht. Was gefällt dir hier nicht? Das ist auch optimal, der Raum hier. Hygienesenker. Letter hat sich abgemeldet. Oh, schade. Haben wir noch? E-Mail, Geschäft, Immobilien, ausschalten, neues Zuhause suchen, Romane schreiben. Was macht sie jetzt? E-Mails abrufen, spielen, Lebensmittel bestellen. Spiel. Schauen wir mal Romane. Sei denn, ja, lass sie mal spielen, bis es spaßvoll ist. Aber Romane schreiben ist dann auch Spaß machen. Ach Mensch, was machen wir denn da? Was schreibt sie denn? Was schreibt sie denn Schönes? Komm, Pokémon. Babys. Babys. Teddybären. Was kann denn da so reinpassen? Puschel und Geld. Und Gesundheit, ich sag. Ach, hier kommen wir mit Zauberei. Ach komm, sind das so? Ja, nehmen wir so ein Bild hier. Oder haben wir noch andere? Was passenderes vielleicht? So, gucken wir mal. Nee, das passt schon. Das ist ausgewählt. Das ist schon okay. Das ist okay. Ja, okay. Das nehmen wir. Hey, das nehmen wir so. Okay. Und nicht eigene einstellen. Das ist schade, dass wir keine eigenen einfügen können. Okay. So. Muss gar keinen Titel erfinden. Okay. Ich schreibe das mal. Und hat ihr Spaß dran? Nee, tut sich gar nichts. Spaß sinken, das macht hier keinen Spaß. Schade. Das macht Spaß. Ja, Buchstaben kann auch eben Arbeit sein, aber eigentlich ist das ja auch kreativ und kann Spaß machen. Aber es hängt natürlich mal vom Charakter ab. Also ihr macht das anscheinend keinen Spaß.
Ich lasse hier mal die erste Buchseite mal fertig schreiben und dann gucken wir mal, was wir dann weitermachen. Wir verschwinden lassen? Nein, das machen wir nicht. Was wir verschwinden lassen, das hier aufräumen. Aufräumen. Bis das fertig ist, ist das schon verdorben. Dann kann man es auch wegmachen. Das hier auch aufräumen, abspülen. So. Okay, was haben wir denn noch zu tun? Die Kinder sind nach Hause gekommen. Jupp. So. So. Hey. Hausaufgaben machen. Wir müssen jetzt nicht Klavier spielen. Ich muss Hausaufgaben machen. Wo ist denn der Lütte hin? Das ist noch eine Schule, der hat länger Schule. Ja, keine Schule, muss ich woanders machen, in Hausaufgaben. Das ist ein großer Tisch. Kann man da noch einen Stuhl hinstellen? Nee, das ist gar kein Platz für einen Stuhl. Ach Mensch, die Mutter ist im Wege. Na, sprechen wir es mal ab, dann kann sie dann mal weg. Und dann kann die Große da Fernseher zu glotzen. Hausaufgaben machen. Herrn Humbis Computer erfolgreich verwendet. Ein Kreativpunkt. Ah ja, ich wusste ja, was ich an Sims 2 hasste. Die zickigen NPCs. Sie will einen Stuhl hin haben. Ist das denn zu fassen? Jetzt hier das Computer spielen. Na mal, Mahlzeit, pass auf, wir brauchen einen Stuhl. Oder wir brauchen einen Schreibtisch. Noch besser. Ein bisschen Geld haben wir ja. Können wir uns hier irgendwo einen kleinen Schreibtisch hinstellen. Mal gucken. Wo ist da? Wo ist der beste Platz dafür? Wir haben nicht so viele Flächen dafür. Warte. Ah. Moment mal, wieso machst du die Hausaufgaben nicht da? Hä? Wo ist das denn? Hallo? Wo ist das jetzt hin? Da habe ich es hingelegt oder ist es jetzt draußen gelandet? Ja, Tatsache, ist draußen gelandet. Ah, Mann, ich werde hier gemobbt hier. So. Man gar nicht. Irgendwie liegt das unter dem Tisch, kann das sein? Das ist hier irgendwie ein Bug. Ich kann das heftig zu packen. Ja, interessant. Also kann man kommen. Lass ich das Computer spielen. Vielleicht deswegen. Und dann wird der. Ist immer in der Schule. Was macht der in der Schule so lang? In der Schule. Okay. Das ist so lange. Warum hat er so lange Schule? Ist das normal? Schule bis 15 Uhr. Okay. Das hat jetzt funktioniert. Okay, es funktioniert. So, was macht der Jockel? Der ist erstmal schlafen gegangen, der ist müde. Ja, Energie ist nur okay. Musik und Fernsehen. Okay, wo macht der jetzt seine Hausaufgaben? Der schmeißt wahrscheinlich auch da auf den Tisch hin. Ist sie fertig mit ihren Hausaufgaben? Nein. Hausaufgaben machen. Ach, sie hat keine Lust. Aha. Das ist ja doof. So, hopp. Helfen.
Na komm, zusammen schafft ihr das. Mädchen, Mädchen, was mache ich mit dir jetzt? Du musst. Nee, kein Spaß. Er macht hier keinen Spaß. Alles kein Spaß. Hier macht das alles keinen Spaß. Oh ne, Spaß ist hier. Weitermalen. Das kann helfen. Vielleicht malte man. Hm? Dazu habe ich jetzt nicht viel Stimmung. Mhm. Sprudelbad nehmen, das ist schön. Sprudelbad hilft. So, und der Lütte soll eigentlich auch was anderes Aufgaben machen. Wahrscheinlich die gleichen Probleme, dass er das da hingelegt hat. Der kann er nicht machen, weil da natürlich kein Stuhl ist. Jupp, natürlich. Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Arg. Ja, alles klar. Ich muss mal was einfallen lassen. Das geht so nicht. Die legen immer die Hausaufgaben dort ab. Das ist kacke. Dass dort ein Stuhl abstellen, ist auch kacke. Das sieht nicht aus. Brauchen wir noch einen kleinen Tisch, der vielleicht besser geeignet ist. Das auch erstmal. Ach, das ist das Fenster im Weg. Deswegen, da geht es deswegen nicht hin. Achso, und das Fenster ist sowieso abgedeckt, so halb, ne? Stellen wir das mal so hin. So, das ist so ein bisschen in den Raum. Aber es trennt dann aber gleichzeitig so ein bisschen. Ja, und dann können wir hier nämlich einen Schreibtisch hinstellen. So, pass auf. Schreibtisch für die Hausaufgaben. So. Da kann es ein ziemlich einfacher sein, ruhig, oder? Einfacher. So, dass hier das kompliziert ist mit mehreren Regalen aus. Ausplatz. So. Das passt. Was soll das hier nehmen? Ich glaube, das passt ganz gut. So, ne, ist immer auf jeden Fall vom Fenster. Das ist schade. Ich weiß noch nicht, welchen Stern ich jetzt genau nehme. Aber der hat einen Vorteil. Oh, das Fenster ist doof, das Fenster da sitzt. Ja, das ist ja doof. Und ja, da kommen wir überhaupt nicht mehr durch, damit ich es da hinstelle. Haben wir. Dann machen wir es so. Ja, so geht das. Ich hoffe, man kommt noch da durch die Tür. Ist das richtig? Ah ja, das ist ein großer Durchgang. Okay. Und dann können wir das hier. Ah, ist auch ein Fenster davor, ne? Aber egal. Pass auf. Scheiß drauf. Hä? Wo ist er hin? Was soll denn das rausgestellt, ne? Mach die Wände runter. So. So. Stellen wir da hin. Und dann brauchen wir auch noch da Stühle für. Teuer. Das ist teuer. Das wird zu wenig verdient. Das brauchst du so lange, um die Stühle zu laden. Hör mal auf damit. Was ist das für ein Stuhl? Ja, siehst du, mit Luftballons. Ja, lustig. So. Ich werde gerne zwei hinstellen, aber der Bengel ist noch im Weg. Aber ich stelle mal schon mal den zweiten dahin. Und lass ich so. Das ist schon mal da. Dann gehe ich mir kurz den Bengel weglaufen lassen. Da, wo sind die Hausaufgaben? Ach, die Hausaufgaben liegen da noch. Okay. So. Ja. Geh mal weg, du doofe Kuh. Dann schau ich den nächste dahin. Du Walnuss. Okay, und dann legen wir da die Hausaufgaben hin. Fertig. Mhm. So. Haus auf Toilette.
So, die hat immer noch extrem. Sie ist immer noch keinen Spaß. Es gibt doch keinen. Wie sagt die keinen Spaß? Was soll denn das? Schlafen. Ja, du. Ach, reparieren. Ist kaputt? Reparier doch mal. Weil wir so zickig sein müssen. Egal, los. Ach Mensch, hier komm. Reparier mal. Also hier Computer spielen. Okay. Er geht bahn. Alles klar. Gut. Da muss doch Spaß erzeugen. Ein geiler Computer. Da muss auch richtig Spaß erzeugen. Sind dann die erfolgreich überredet? Ich weiß das nicht. So, wollte ich nicht reparieren. Warum denn nicht? Reparier doch mal. Reparierst du nicht? Traust du nicht? Nicht. Keine Ahnung davon. Oh, 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 oh. Jetzt kommt der Bösewicht. Sie ist nicht tot. Hier schlafen. Okay, sie ist doch nicht tot. Sie geht auch schlafen. Na super. So, Klavier und Kleidermann war erfolgreich verwendet. So, kommt Fremde, wir lesen unsere Zeitung, ist ja auch herrlich. Jetzt liegen sie alle pennen, ist unfassbar. Das ist jetzt gerade 19 Uhr. So. Aber jetzt Spaß daran, okay. Die Animation anhalten müssen. Was ist da los? Okay. Mal sehen. Ich gefällt mir sein Aussehen. Ich will mal Aussehen ändern. Spaß ist voll. Gehen wir mal gucken. Gucken, was wir da noch aussehen. Haben wir hier da noch ein paar Perücken hochgeladen? Ich weiß das gar nicht. Mal schauen. Dauert. Oh. Okay. Ich muss auch langsam Schluss machen. Es ist hier schon 4.08 Uhr. Oh Mann. So, mal schauen. Nein. Aber lang habe ich hier so. Nein. Das ist das, was wir eben hatten, ne? Jupp. Ich glaube, das ist das Einzige, was vernünftig ist, ne? Deswegen ist das so, dass wir diese Frisur haben. Ja. Ja, ich glaube, es ist deswegen. Weil es gibt keine vernünftigen Frisuren. Es gibt keine vernünftigen Frisuren. Na super. Das ist ein bisschen kacke, aber
Das ist ja schon peinlich, ne? Das ist peinlich, jetzt echt kacke aus. Nein. 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 Ja, du hast schon so ein hartes Gesicht. Vielleicht eher sowas? Nein. Sowas? Ach, nee. Langweilig alles irgendwie. Es hat nichts. Oder sowas. Ach komm, das geht. Nehmen wir das? Oh, nehmen wir das erstmal. Ah, eine Versuchung. Gefällt dir nicht? Was? Energie ist ja Hunger, Energie ist dumm. Ja, ich kann mal schlafen. Gute Nacht. Dann Opfer wollte ich nochmal einen Plan gucken, ob da noch was anderes ist. So. Bei ihr ist ja alles unten. Hunger hat sie auch. Harndrang hat sie. So, benutzen. Säubern. Ach, er wacht auf. Ah, was hat der denn jetzt auf dem Plan? Ah, das ist er nicht. Das ist er, ne? So, wie spät haben wir es? 21 Uhr. Hygiene. Spaß. Hunger hat er leider nicht. Spaß ist gering. Pass auf. Gehen wir ein bisschen Jobs und spielen, chatten mit. Komm. Chatten mit ihm jetzt. Mit Sarah, Jack, Tom. Komm mit Tom. Chatten mit Tom. Oh, das ist aber nett, dass du das Bett machst. Okay, pass auf, ich will das hier nochmal in Ordnung bringen. Und dann müssen wir hier die Madame hier. Total runter. Ist macht das sauber, okay. Ein schönes Sprudelbad nehmen, das hilft. So. Das reicht doch. Was hier Berge von Tieren rumläuft. Egal. So. Ja. Die ist schön. Bad nehmen. Und deswegen stellen wir jetzt auf Pause. Und wir wechseln wieder auf den Stadtbildschirm. Waren das noch bekannte? Oh, konnte irgendwie. Was ist das hier? Jahreszeit wohl, ne? Irgendwie auf den Stadtbildschirm wechseln. Wie war denn das noch? Städte? Nein. Ah, da. Achso, warte, warte, das müssen wir speichern. Wir speichern. 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 Und speichern. Und speichern. Speichern. Das dauert aber lange aus Gründen, keine Ahnung, warum es so lange dauert. Ich hoffe, das ist nicht abgekackt jetzt. Ah, doch, nicht abgekackt. Haben wir schon Sorgen gemacht. So. Dann gehen wir auf die Nachbarschaft wieder zurück. Ja. Jo, mit der geilen Musik und so. Bin ich mal weg und wünsche euch was. Ja. Und dann sehen wir. Ja, hören uns und ihr seht das Spiel in 2 Wochen etwa ungefähr. Hoffe ich doch mal, wenn nichts zwischenkommt. Und dann mal gucken, wie ich dann spiele oder ob ich dann noch eine Sims-Familie bastel. Mal gucken, was wir als nächstes tun werden. Alles klar. Habt euch wohl. Bis dann, euer Jockel. Ciao.